Besser ist. Ja, wir machen nur kurz zusammen. Jake, dann geht's los. 1, 2. Hört man das? Wir hören kaum was. Bisschen stärker vom Mikrofon. Ja, wir hören nichts. Hört ihr da? Oh, jetzt ist besser. Hört ihr? Ja, wir machen einen kurzen Soundcheck. Dann geht's los. 1, 2. Also hier ist okay. Machst du mit Buzuki? Stefan an der Buzuki. Ja, ein bisschen Ton noch drauf, die Buzuki. Ruhig noch ein bisschen Ton. Okay, machen wir die Sass noch. Ja, und das Instrument vor allem. Also saß noch übers Mikrofon, er hat ja kein Kabel. Noch ein bisschen mehr Ton auf die Sass. Hört man die Sass? Jetzt noch Mikro. 1, 2, 1, 2. Test. Okay, jetzt hört man was. Ja, genau. Okay, Hammer. Ja, wir sind fertig. Heike, ich sage, wir beginnen einfach, bevor es richtig die Begrüßung kommt, beginnen die Trommler. Wir begrüßen die Lokomotive aus Stuttgart. Eingetroffen hier oben, bewährt in vielen Lebenslagern. Heute hier vor dem Afrikom. Sie beginnen die Kundgebung gegen die Drohnenkriege. Hier Afrikum, 4.10. zum globalen Aktionstag. Wo sind sie? Lokomotive da hinten. Also ein Applaus für die Lokomotive. Ihr fangt an. Thank you.
musikalischen Auftakt an die Lokomotive. Nochmal vielen herzlichen Dank. Sie werden uns nachher auch nochmal einheizen. Also wir wollen das hier bunt gestalten. Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen, hier auch am verlängerten Wochenende. Für alle, die sich die Zeit genommen haben, nicht weggefahren sind, herzlichen Dank und herzlich willkommen heute hier zum globalen Aktionstag gegen Kampf- und Überwachungsdrohnen. Und bevor wir hier inhaltlich einsteigen, hören wir nochmal ein Lied, das gewidmet ist den Opfern der Kriege weltweit und den Opfern sämtlicher Drohneneinsätze, die weltweit zunehmen. Ich darf begrüßen den Henning und er wird die Musiker noch vorstellen. Ja, das ist der Stefan an der Bouzouki und der Ali an der Sass. International haben wir uns hier getroffen und wir bitten zu Anfang, das ist ein Antikriegslied. Die Vereinten Nationen haben 1949 in ihrer Präambel geschrieben, man muss die Menschheit von der Geißel des Krieges befreien. Und wir erleben jetzt eine neue Geißel, das sind die Drohnen. Viele Menschen sind zur Geißel geworden, weil sie nicht beurteilen können, wer über Leben und Tod entscheidet. Deswegen ist dieses Lied gewidmet allen Opfern der Kriege und jetzt auch den Opfern der Drohnenkriege. Wir bitten um eine Schweigeminute jetzt vor diesem Lied. Es ist eine Klage an die Menschen im Krieg. Verflucht die Stunde, verdammt der Augenblick, an dem die Menschen getötet wurden durch Bomben. Der lächelnde Junge, eine Klage einer Frau, die ihr Kind im Krieg verliert, im Drohnenkrieg. So, hier lasst du bedienen. Ritan, Bekaichta, Noembri, hier hast du Makrumbrusta, Straßentach die Kichakeni. Metagogica La pedia tusca de Rusan Tu strato du laicu Che metis chiro bambides Tu se canam talatiu Itam broida fgustu Codas di roda vi I canna paraiera stina dismeni Blebo ma cori clei sparati cafrini Spade che abbiamo chiavi toglie la stopedì E i canna chiaghezzaro che ogni affrino Dove ti chio tu ma toglie io to gligò Anathema την ώρα κατάρα τη στιγμή Σκολώσαν οι ετρήμα στο γέλα στο παιδί Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή Σκολώσαν οι ετρήμα στο γέλα στο παιδί Das war das Lied Die Geißel von Brendan Behan. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Henning. Und auch ihr werdet, euch werden wir auch noch mal hören. Ja, wir haben heute einen globalen Aktionstag. Weltweit gehen an mehr als 40 Orten Menschen auf die Straße gegen Kampf- und Überwachungsdrohnen. Wir hatten schon eine Kundgebung heute Morgen in Berlin. Wir haben Veranstaltungen hier in Baden-Württemberg, in Karlsruhe zum Beispiel und in Heidelberg. Es sollen die Orte sichtbar gemacht werden, wo zu Drohnen geforscht wird, wo sie entwickelt, produziert werden und wo die Einsätze koordiniert werden. Und deshalb stehen wir unter anderem natürlich heute hier vor der US-Kommandozentrale AFRICOM. Die zentrale Forderung an unsere Regierungen lautet, den Einsatz von Kampf- und Überwachungsdrohnen zu verbieten. Auch die Nutzung von Satelliten, Bodenstationen und Militärbasen, die die Überwachung und die Tötung mit Drohnen ermöglicht, muss verboten werden. Und wir wollen darüber hinaus
eine weltweite Ächtung der Drohnen. Wir müssen den Einsatz und die Entwicklung der Drohnentechnologie weltweit stoppen. Sie sind eine Gefahr für die Menschheit geworden. Und wir erleben es auch aktuell. In allen Krisen- und Kriegsgebieten werden Drohnen eingesetzt. Wir haben im Sommer die massive Bombardierung des Gazastreifens durch israelische Drohnen erlebt. Wir sehen die Drohnen, die über dem Irak und Syrien fliegen und an Bombardierungen beteiligt sind. Wir haben die Drohneneinsätze in den afrikanischen Ländern, die unter anderem hier vom AFRICOM und der US Airbase Ramstein koordiniert und gesteuert werden. Deswegen sagen wir Schluss mit dem Einsatz dieser tödlichen Technologie. Es geht auch um die Forschung. Es gab heute Vormittag dazu schon eine Demonstration vor dem Max-Planck-Institut in Tübingen. Die Delegation ist auch dann hierher gekommen. Wo sind die Aktivisten vom Max-Planck-Institut hier? Vor dem Max-Planck-Institut, nicht im Max-Planck-Institut. Wir müssen es sichtbar machen, wo überall zu Drohnen geforscht wird. Das findet vor Ort hier in unserer Umgebung statt. Zur Rolle des AFRICOM sind wir hier auch schon mehrmals auf die Straße gegangen. Und wir werden so lange auf die Straße gehen, bis AFRICOM geschlossen wird. Zur Funktion und zur Rolle und auch zum Zusammenhang mit der Bundesregierung darf ich jetzt Thomas Mickern begrüßen. Er spricht hier für die Informationsstelle Militarisierung. Herzlich willkommen. Ja, danke Heike. Ja, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Wir haben ja heute den 4. Oktober und der globale Aktionstag. Heike hatte das schon gesagt, dass weltweit ja mehr als 60 Aktionen stattfinden. Und in Deutschland sind es ungefähr 40 Aktionen, wo mehrere hundert Menschen auf die Straße gehen. Wir lassen uns von den Kriegen, die gerade stattfinden, unsere Laune nicht verderben. Aber man muss auch sagen, es fällt auch schwer, eine gute Stimmung zu behalten, wenn wir darauf blicken, was heute an Kriegen alles läuft. Drohnenkriege in Syrien, in Irak und in Afghanistan. Die Bundeswehr möchte jetzt Drohnen in die Ukraine schicken mit 200 Soldatinnen und Soldaten und werden damit direkt zur Konfliktpartei. Doch wir sollten nicht erstarren bei all diesen Kriegen, die uns die letzten Wochen und Monate immer wieder medial begleitet haben, sondern, und dafür danke ich euch alle, dass ihr hier seid, sondern wir sollten unsere Stimme laut erheben, unsere vielen Stimmen des Widerstandes. Wir haben uns heute hier vor dem AFRICOM versammelt und das steht eben symbolisch für einen Ort von vielen, die die weltweite Drohnenkriegsführung ermöglichen. Doch wir in Stuttgart und aus der Region wie Tübingen zum Beispiel haben genau hier auch unsere Verantwortung, vor diesen Ort, vor unserer Haustür, endlich Kehrwoche zu machen. Dabei bringt uns das Gerede von Besatzung und Amerikanern, die irgendwie Kriege führen, wenig. Denn es verschleiert schnell lokale Verantwortung, zum Beispiel die der Stadt Stuttgart, die ich besonders wichtig finde in dem Zusammenhang. Vor zwei Jahren, 2012, hat sich wieder ein Militär in das Goldene Buch der Stadt Stuttgart eintragen dürfen. Der damalige OB Schuster sagte dazu, ich darf das zitieren, bei uns im Stadtgebiet ist neben dem EUCOM und dem AFRICOM, das AFRICOM-Command der US-Streitkräfte, anwesend. Darauf sind wir stolz. Wir werden uns auch weiter für die Erhaltung der Standorte einsetzen und in vielen verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Erst im vergangenen Monat durfte sich wieder ein weiterer Militär in das Goldene Buch der Stadt Stuttgart in langer, mehr als 40-jähriger Tradition eintragen. Sein Eintrag lautete: Gemeinsam stärker. Ich bin nicht stolz auf Militär. Egal welche Flagge
auf ihren Schultern haftet. Manche sagen, sie kennen Kriege, die vom Militär beendet wurden. Ich kenne keinen, der nicht vom Militär begonnen wurde. Gestern beim Tag der Deutschen Einheit sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zitat, die Einheit ist ein diplomatisches Meisterwerk von der Diplomatie und den mutigen Bürgerinnen und Bürgern, die gewaltfrei demonstrierten. Die schlimmsten Festtagsreden sind die, die Wasser predigen und Wein saufen, die in ihren Worten Tauben sind und in ihren Taten Falken. Wann habt ihr in den aktuellen Konflikten, in den aktuellen Kriegen mit deutscher Beteiligung das Wort Diplomatie das letzte Mal in den Nachrichten gehört? Ich höre nur immer mehr Militär, mehr Geld, mehr Drohnen, mehr Krieg. Lasst uns zusammen als mutige Menschen solidarisch wie heute das Militär stoppen, auch hier in Stuttgart. Ich wünsche allen heute ein frohes Demonstrieren, einen schönen Bayram und Yom Kippur und ein tolles Wochenende. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, wir haben hier schon öfters demonstriert und viele in der Friedensbewegung beschäftigen sich auch schon länger mit dem Problem der Drohnen, einer Technologie, die sich zu verselbstständigen droht. Und auch die Bundesregierung plant die Anschaffung eigener Kampfdrohnen und sie wollen auch eine europäische Drohne nach wie vor entwickeln. Insofern stehen wir vor dem US-Afrikom, aber wir wenden uns hier in allererster Linie auch an die Bundesregierung. Wir wollen keine Drohnen und das kann sehr eindrücklich heute zum Ausdruck bringen. Tobias Pflüger, ich freue mich, dass er da ist. Er war für die Linke im Europaparlament. Er ist Mitgründer von der Informationsstelle Militarisierung, die da immer sehr gute Analyse macht und auch viele gute Artikel dazu schreibt. Die Website ist nur zu empfehlen und er ist auch seit kurzem stellvertretender Vorsitzender der Linken. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tobias! Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Heike, ich glaube, wir müssen von hier aus ein klares Zeichen setzen. Wir kommen hier so oft her, bis dieses Afrikum endlich geschlossen ist. Es ist ja inzwischen so, dass dieses Afrikum wiederum eine neue Aufgabe hat, seitdem wir das letzte Mal hier demonstriert haben. Inzwischen wird hier der militärische Kampf gegen Ebola koordiniert. Ja, ihr habt es richtig gehört, der militärische Kampf gegen Ebola. Und es ist für mich so bezeichnend, dass Soldaten in die Ebola-Gebiete geschickt werden und nicht medizinisches Personal. Es ist so typisch, dass man genau mit dem falschen Instrument auf diese Ebola-Geschichte reagiert. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein Land, was sehr viele Ärzte in diese Region schickt, das ist Kuba. Und hier von Deutschland aus werden auch Soldaten dorthin geschickt in diese Gebiete. Wir sagen, wir wollen medizinische Hilfe, die zivil ist und nicht ständig irgendwelche Militärs in irgendwelche Krisenregionen schicken. Ich will euch mal im Kontext dieser Ebola-Krise aus dem Blog der Zeit zitieren. Ja, eine sehr seriöse Zeitung. Dort heißt es, Armeen verfolgen strategische Ziele ihres Staates. Das ist ihre Aufgabe. Auch wenn Soldaten helfen, sind sie keine Hilfsorganisationen. Sie sind immer Partei. Das Handbuch der amerikanischen Armee zur Aufstandsbekämpfung, FM 324, bezeichnet alles von medizinischer Hilfe bis zu Infrastrukturprojekten als Form der Sicherheitskooperation. In FM 324
eine Art Bibel des US-Militärs, steht in umständlichen Sätzen zu lesen, Zitat, auch wenn nicht jede Aktivität der Sicherheitskooperation der Aufstandsbekämpfung dient, so kann Sicherheitskooperation ein effektives Instrument zur Aufstandsbekämpfung sein. Diese Aktivitäten helfen den USA und dem Gastgeberland, Glaubwürdigkeit zu gewinnen und für das Gastgeberland Glaubwürdigkeit aufzubauen. Das kann Aufstände verhindern helfen, bevor sie entstehen. Ich will das kurz zusammenfassen. Auch die Einsätze, die im Kontext zum Beispiel von Ebola stattfinden, haben den Sinn und Zweck, Akzeptanz von Militär zu erhöhen und nicht den Menschen zu helfen. Wir wollen, dass den Menschen geholfen nicht wird und nicht ständig Militär in alle Welt geschickt wird. Wer gestern die Nachrichten noch gehört hat oder im Internet geschaut hat, weiß, dass uns der nächste Drohneneinsatz der Bundeswehr bevorsteht. Es wurde beschlossen vom Kabinett, dass Luna-Drohnen zusammen mit Kampfsoldaten der Bundeswehr als Beobachter gemeinsam mit der OSZE in die Ostukraine geschickt werden sollen. Liebe Freundinnen und Freunde, das stellt die Aufgaben der OSZE auf den Kopf. Es werden OSZE-Beobachter militärisch begleitet. Diese OSZE-Beobachter sind bewusst zivil. Und wenn man jetzt Kampfsoldaten daneben stellt, ist es etwas, was das, was sie eigentlich tun sollen, nämlich neutral zwischen verschiedenen Kriegs- und Kampfparteien zu vermitteln und zu beobachten, dann ist das völlig auf den Kopf gestellt. Und ich will klar sagen, wenn man Kampfsoldaten dahin schickt und Luna-Drohnen, dann ist das nichts, was deeskaliert, sondern es ist was, was kein Schritt zur Deeskalation ist. Wir sagen klar, wir wollen nicht, dass Drohnen in die Ostukraine geschickt werden. Wir wollen nicht, dass Kampfsoldaten der Bundeswehr in die Ostukraine geschickt werden. Das ist etwas, was wieder mal immer wieder nur das militärische Mittel zeigt. Wir wollen, dass es zivile Beobachter sind. Das wird noch spannend mit diesem Bundeswehreinsatz, weil er uns natürlich wieder vermittelt wird als etwas, was den Menschen hilft. Und ich glaube, wir haben das damals sehr richtig formuliert, dass wir gegen Drohnen, die zur Kriegsführung, Überwachung und zur Kontrolle von Menschen sind. Das war sehr richtig, dass wir das so formuliert haben, weil der Bereich militärischer und ziviler Nutzung von Drohnen ist fließend. Und wir sagen, wir wollen nicht, dass diese Drohnen bei der Bundeswehr angeschafft werden, dass nicht für sie geforscht wird und dass die Produktion dieser Drohnen in Deutschland aufhört. Wir sagen, wir wollen genau diese Drohnenforschung und diese Drohnenproduktion nicht. Jetzt kam vor kurzem raus, weil ja die Bundesregierung sagt, bisher seien von Deutschland aus keine Kampfdrohnen gesteuert worden. Wir wissen inzwischen, es ist eine Lüge. Die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass von Ramstein aus ab dem Jahr 2000 Kampfdrohnen direkt gesteuert wurden. Offiziell zum Kampf und zur Erfassung von Osama Bin Laden. Liebe Freundinnen und Freunde, das war damals der Auftakt dessen, was wir heute hier haben, nämlich eine Drohnenkriegsführung. Damals saßen die Piloten noch direkt in Ramstein. Jetzt sitzen die Piloten inzwischen in den USA und steuern über Relais in Ramstein und, wenn es sich auf Afrika bezieht, über das Afrikum hier die verschiedenen Drohneneinsätze. Damals hat das Ganze begonnen, die Bundesregierung hat gelogen und was wir klar sagen ist, es muss endlich aufhören mit dieser Drohnenkriegsführung, weil wir wissen nicht, wo es endet. Am Ende sind es automatisierte Drohnen, wo gar nicht mehr von Menschen kontrolliert werden.
Deshalb sagen wir, keine Drohnenkriegsführung von Stuttgart, keine Drohnenkriegsführung hier vom Afrikum aus. Es ist, glaube ich, sehr gut, dass wir weltweit einen Aktionstag gegen Drohnen organisiert haben, weil das deutlich macht, in verschiedenen Ländern werden Drohnen produziert, in verschiedenen Ländern werden sie eingesetzt und von verschiedenen Ländern werden sie eingesetzt. Und es geht eine ganz breite Palette inzwischen von Irak über Afghanistan, über Gaza und so weiter. Diese Drohnen sind eine völlig neue Form der Kriegsführung, die entpersonalisiert. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist für uns ein ganz zentraler Punkt. Wenn die Menschen sich nicht mal mehr in die Augen schauen beim Krieg führen, dann ist das Töten noch viel leichter. Und wir sagen, wir wollen grundsätzlich keine Kriege, aber Drohnenkriege sind noch das Unmenschlichste, was es dabei gibt. Deshalb keine Drohnenkriegsführung von hier aus, von Stuttgart. Und ich will noch mal was sagen zur Verantwortung der Stadt und der Landesregierung. Die Stadt Stuttgart hätte die Möglichkeit, statt diesen gemeinsamen Appellen, die gerade Thomas Mikan zitiert hat, hätte die Möglichkeit klar zu sagen, wir wollen nicht, dass von hier aus Menschen mit koordiniert wird, dass sie getötet werden. Es wäre eine klare Möglichkeit, dass ein Fritz Kuhn sich hinstellt und sagt, wir wünschen das nicht. Das Gleiche könnte der Ministerpräsident machen, ein Herr Kretschmann. Aber, und das will ich sehr deutlich sagen, beide nehmen das billigend in Kauf, dass das Ganze läuft. Und wenn man sich die Äußerung von Schuster anhört, die Thomas Mikan zitiert hat, dann nehmen sie es auch unterstützend in Kauf. Und das müssen wir ganz deutlich sagen. Wer das unterstützend in Kauf nimmt, es ist Beihilfe zum Töten. Und das will ich auch ganz deutlich formulieren. Ich erwarte von dem Oberbürgermeister und von dem Ministerpräsidenten, dass sie sich klar gegen diese Drohnenkriegsführung aussprechen. Ich erwarte das klipp und klar, und das ist unser Appell von hier aus, dass sie das endlich tun. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, die US-Militärs und die deutschen Unterstützer unterschätzen uns einfach. Wir werden tatsächlich immer wieder kommen. In Stuttgart hat es eine Tradition, bei bestimmten Dingen immer wieder zu kommen. Und wir werden nicht aufgeben. Und es wird so lange sein, bis es tatsächlich so ist, dass dieses Ding geschlossen wird. Und ich glaube, der heutige Drohnenaktionstag war dazu ein Schritt. Weitere werden folgen. Ich danke euch. Ja, vielen Dank, Tobias. Ich habe auch eine SMS von der Megia Benjamin bekommen, von Code Pink aus den USA. Antidrohnenaktivistin, einige werden sich vielleicht erinnern, wir waren Ende letzten Jahres mit ihr hier oben am Afrikum. Sie hat auch eine Botschaft hier an die Soldaten, Soldatinnen der Kelly Barracks übergeben mit dem Protest gegen die Drohnenaktionen und die völkerrechtswidrigen Einsätze, die von hier aus gestartet werden. Und ich kann nur empfehlen, wer Interesse hat, das Buch von ihr, Drohnenkrieg, Tod aus heiterem Himmel, Morden per Fernbedienung, ist wirklich lesenswert. Wir haben auch ausliegen Broschüren zu gezielten Tötungen, Lizenz zum Mord, das unter anderem meine Kollegin Annette Groth verfasst hat. Sie wird auch gleich noch drei Sätze sagen zu der Rolle Drohnen und Flüchtlinge. Aber wir hören jetzt erst den Henning Ziroc. Er hat nämlich mehrere Initiativen gestartet, Unterschriftenlisten und so weiter, um genau die Verantwortlichkeiten auf lokaler, regionaler und bundesweiter Ebene
zu formulieren bezüglich des Afrikom hier. Das ist nicht aus heiterem Himmel hier installiert worden, sondern hier gab es Einverständnis der verschiedenen Behörden und er wird diese Initiative vorstellen. Nochmal herzlich willkommen, Henning Zierock, Kultur des Friedens. Ja, danke schön. Vor 20 Jahren standen wir hier beim ersten Golfkrieg mit vielen Hunderten und haben demonstriert. Da wurden tatsächlich noch richtige Soldaten in den Krieg geschickt nach Irak. Vor 10 Jahren beim zweiten Golfkrieg waren es auch noch hier stationierte Soldaten, aber weniger. Und heute sind diese Soldaten alle verschwunden und wir kennen nur eine elektronische Kriegsführung. Das ist die Geschichte der Menschheit, der Kriegsführung. Dass Kriege elektronisch geführt werden und das ist genau das Gegenteil, was man eigentlich erhofft hat nach zwei Weltkriegen, dass man sagt, man lernt aus diesen Weltkriegen, investiert in die Friedensforschung, in die Friedensgestaltung und nicht Milliarden, Billionen in Kriegsführung. Wir müssen dieses Denken radikal umkehren. Aus dieser Zentrale der Kriegssteuerung muss ein Friedenszentrum werden, langfristig. Erinnert euch, Heilbronner Heide, auch Mutlangen, dort stehen jetzt Solarfabriken. Also ist es auch möglich, langfristig hier dieses Zentrum umzugestalten. Das ist unsere revolutionäre, sagen wir mal, Herausforderung. Die müssen wir angehen, hartnäckig, weil es hat in den anderen Plätzen auch geklappt. Die Geschichte der Menschheit ist aber nicht nur eine Geschichte von Kriegen. In einer ressourcenorientierten Außenpolitik und in einer ölgestützten Wirtschaft. Viel zu viel Kriege um Krieg, um Öl. Und wir haben heute die Situation, dass wir die Möglichkeiten haben, das zu überwinden. Es wurde schon angesprochen, die Verantwortlichkeit der verschiedenen Ebenen. Eine Ebene ist, dass wir sagen, der Kuhn, wir haben tausende Unterschriften gesammelt, und haben ihm das auch zukommen lassen, nicht die Unterschriften selber, weil das war der Übergang vom Gemeinderat in einen anderen, in den neuen Gemeinderat. Und wir wollen die ihm übergeben, Oktober oder während der Friedensdekade. Ihr könnt es unterschreiben, da fordern wir, dass der Gemeinderat, nicht nur der Oberbürgermeister, verantwortlich ist für das, was hier stattfindet. Die zweite Sache ist, auch Kretschmann ist in dem Brief mit angesprochen, er ging an die Bundesregierung, an die Landesregierung und an den Gemeinderat. Sie sind alle gleichermaßen verantwortlich für das, was hier auf dem Gelände passiert, weil es ist unser Gelände, es ist Baden-Württemberg, es ist das Bundesgebiet Deutschland. Alle sind verantwortlich. Wir gehen aber weiter. Wir werden auch organisieren Fahrten zum Europaparlament. Auch die sind zuständig für ganz Europa, also nicht nur hier, heute beim Internationalen Antidrogentag, dass es hier Stationen gibt, hier in Deutschland, sondern in allen Städten in Europa. Und in die UNO werden wir es tragen. Es muss eine Diskussion geben innerhalb der Vereinten Nationen. Ich habe es vorher angedeutet, das Ziel war, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien. Und das ist bis heute nicht eingelöst. Nach dem 11. September, War on Terror ist die offizielle Politik. Und inzwischen ist der Krieg zu einem Terror geworden. Deswegen gibt es dort diese Unterschriftenlisten und noch zwei andere Vorschläge, die wir auch umsetzen sollten. Es ist der 10. Dezember, den wollen wir ausrufen als den Internationalen Tag der Menschenrechte für ein Menschenrecht auf Frieden und zwar global wie dieser Tag, dass wir an diesem Tag vor allen Einrichtungen demonstrieren, wo Krieg geplant, erklärt, vorbereitet wird. Das sind Parlamente. Es sind lokale Parlamente, es sind Fabriken, es sind Rüstungsbetriebe, es sind auch manchmal Zeitungen, die schreiben über Krieg als ein notwendiges Mittel. An diesem Tag, 10. Dezember, werden wir uns hier wiedersehen, vor dem Afrikom und an vielen anderen Plätzen. Dazu möchte ich einladen und nächstes Jahr gibt es genügend Möglichkeiten auch auf dem Kirchentag. Alle diese Informationen liegen hier aus und wir wissen, dass die Flüchtlinge, da wird Annette sprechen, Opfer dieser Kriege sind destabilisierte Länder und deswegen sind wir verantwortlich für was passiert. Deswegen nochmal der Appell, unterschreibt hier,
Wir müssen den Frieden gewinnen und nicht den Krieg. Danke. Zur Überleitung spielen wir jetzt ein Lied. Ali kommt aus der Türkei, aus Kurdistan, er ist Kurde. Und wir erleben jetzt in Kobane gerade, Heike Hensel war dort, sie wird gleich darüber sprechen, wie die Destabilisierung, angefangen von dem Irakkrieg, der alles ins Wanken gebracht hat in dieser Region, Libyen, Syrien, jetzt unmittelbar dort gekämpft wird und die Leute um ihr Leben rennen, fürchten, es ist viel Strategie im Spiel, wird sie sprechen. Wir spielen für die Opfer dieser Kriege ein Lied in Türkisch. Es heißt, Fremde hören's doch, dein Bruder hört's nicht, Fremde hören's doch, Kardeş in die Masse. Autonomieregion Rojava, die jetzt massiv unter Beschuss steht, des sogenannten Islamischen Staates. Kämpfern, die unterstützt werden von zahlreichen Staaten, aufgebaut und trainiert wurden und die ihre Ziele jetzt in der Region formulieren. Dazu gehört auch
die türkische Regierung, die Regierung Saudi-Arabiens, Katars, alles Partnerstaaten der Bundesregierung und der NATO. Und deswegen finde ich, brauche es von hier aus auch ein klares Zeichen. Wir wollen nicht diese wirklich kriminelle Politik, solche Gruppen zu unterstützen, um geostrategische Ziele in der Region durchzusetzen. Das müssen wir klar verurteilen. Und ich war letzte Woche an der türkisch-syrischen Grenze und es geht darum, dass viele Flüchtlinge aus Kobane versucht haben zu fliehen, aber bei weitem nicht alle über die türkische Grenze kamen, die weitgehend vermint ist und es nur wenige Übergänge gibt, die vom Militär auch geschlossen gehalten werden. Wir haben vor Ort demonstriert dagegen, für eine Öffnung der Grenzen, für die Flüchtlinge aus Kobane und umfassende humanitäre Unterstützung für die Flüchtlinge und auch in der Region Nordsyrien, in der Region Rojava, die seit langem blockiert ist, auch von türkischer Seite. Diese Blockade muss beendet werden. Die Menschen brauchen Unterstützung in der Region. Und wir fordern das Ende jeglicher Unterstützung dieser Kampftruppen in der Region. Jetzt sollen noch mehr unterschiedliche Waffen exportiert werden. Die Waffenexporte auch nach Saudi-Arabien, Katar gehen weiter. Neue Beschlüsse der Bundesregierung. Weitere Waffen auch nach Algerien. Alle Länder in der Region werden beliefert mit deutschen Rüstungsexporten. Das muss sofort gestoppt werden. Wir wollen nicht diese weiteren Export des Todes hier von Deutschland aus. Es gibt eine Solidaritätskundgebung heute für die Kurden, Kurdinnen, für die Assyrerinnen, für die Menschen, arabischen Menschen, die alle in Rojava ums Überleben kämpfen. Eine multireligiös, multiethnische Selbstverwaltung, die aufgebaut wurde. Und heute gibt es eine Solidaritätskundgebung, Demonstration in Stuttgart. Sie beginnt um 16 Uhr in der Lautenschlagerstraße. Solidarität mit Kobane. Wir müssen uns dafür aussprechen, dass Druck ausgeübt wird auf die Türkei. Es darf dort keine militärische Intervention geben, sondern die Menschen brauchen unsere Unterstützung. Und der IS muss endlich gestoppt werden durch ein Kappen der Unterstützung und der Billigung der Länder, der Anrainerländer. Wir wollen diese weitere Unterstützung von hier aus stoppen. Ein klares Signal auch an die Bundesregierung. Wer Zeit hat, bitte kommt um 16 Uhr in die Lautenschlagerstraße. Es wurde gerade schon thematisiert, die Verantwortung auch hier der Kommune. Und die Frage der Zusammenarbeit mit dem Afrikum. Und ich freue mich, dass jetzt von der Gemeinderatsfraktion SOS Linke im Gemeinderat Stuttgart der Piratengemeinderat Stadtrat Stefan Urba da ist. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich sag mal gleich vorweg, weil das schon ein paar Mal angesprochen wurde. Wir bereiten in der Fraktion eine Resolution vor gegen die Drohnenaktivitäten des Afrikom. Wir wissen natürlich nicht, ob wir dazu für eine Mehrheit gewinnen werden. Wir werden es aber versuchen. Und selbst wenn es dem OBQ nicht gefällt, wir werden versuchen, das durchzusetzen. Worüber reden wir hier eigentlich? Über moderne Technik, ja, ganz bestimmt. Aber was sind Drohnen? Ferngesteuerte Flugobjekte, eigentlich ein alter Hut. Nur neuerdings haben die viel größere Fähigkeiten und beschießen mit Hellfire-Raketen irgendwelche Leute, deren Nase den Besitzern der Drohnen nicht passt. Und was passiert in der Zivilgesellschaft? Fehlanzeige, keine ethische Debatte, jedenfalls keine, die öffentlich wahrnehmbar wäre. Hat irgendjemand was gelesen in größeren Zeitungen oder Mainstream-Medien, wo mal ernsthaft diskutiert wurde oder politisch öffentlich diskutiert wurde, ob sowas rechtens ist, ob sowas überhaupt wünschenswert ist? Ich habe praktisch nichts gehört. Bis auf wenige von uns, die dagegen sind, ist großes Schweigen hier angesagt. Warum machen die Drohneneinsätze? Ja, ist ja ganz klar. Diese sind viel besser durchsetzbar. Ich habe keine eigenen Verluste, ich schicke keinen Soldaten an die Front, der sterben kann und im Saab zurückkommt.
ganz klar, dass das für die attraktiv ist, die das einsetzen werden. Außerdem für die USA ist das alles sehr weit weg. Das ist irgendwo in Afrika, im Nahen Osten. Das kriegt keiner mit. Und die Presse, die negative Presse bei zivilen Toten, die es ja zahlreich gibt, die ist auch sehr begrenzt. Denn die meiste dieser Presse ist schön auf Linie von der sogenannten Atlantikbrücke, auch in Deutschland, gut kontrolliert. Berichten die Mainstream-Medien fast überhaupt nicht über solche Dinge. Damit bleibt jeder öffentliche Aufschrei aus. Wenn einer wissen will, wie das genau funktioniert mit dem AFRICOM hier, ich empfehle allen das Buch Der geheime Krieg von zwei unabhängigen Journalisten. Da ist alles sehr schön beschrieben und wird auch gezeigt, was für eine sehr, sehr abstruse, obskure Sache das Ganze ist. Es gibt verschiedene Standorte in Deutschland, die beteiligt sind an den ganzen Maßnahmen. Zwei wurden schon genannt, hier Stuttgart, AFRICOM und Rammstein. Was steckt sonst noch dahinter? Wir haben eine Zeit des Unilateralismus. Das heißt, die USA meinen, sie sind der Maßstab der Welt. Sie sind die alleinig Herrschenden, die das Sagen haben. Und alle anderen haben zu gehorchen. Das ist die Weltsicht, die auch ein Obama schon verkündet hat. Für die USA heutzutage gilt kein Völkerrecht. Sie erkennen den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Ganz klar, der müsste ja praktisch jeden Präsidenten beurteilen wegen schwerster Verbrechen gegen das Völkerrecht. Insbesondere, auch wenn die USA selbst die eigenen Bürger ziemlich gut bespitzeln, insbesondere haben wir bei der Schweraffäre gesehen, dass die Menschen außerhalb der USA ohnehin keine Rechte genießen, diesen vollkommenes Freiwild für die Bespitzelung. Da gibt es überhaupt keine Schranken für die USA, für die Dienste. Und das zeigt schon die ganze Mentalität. Wie das AFRICOM entstanden ist, ist auch sehr interessant. Das ist so, dass hier praktisch eine stillschweigende Zustimmung auf diplomatischer Ebene gemacht wurde. Nicht mal über die Kanzlerin damals, sondern das ging einfach über ein paar Chefdiplomaten, so ganz im stillen Kämmerlein. Und der Bundestag, der wurde komplett ignoriert. Der wurde überhaupt nicht eingebunden. Eigentlich ist diese ganze Stationierung vollkommen illegal, denn niemals hat der Bundestag solchen Maßnahmen zugestimmt. Was das AFRICOM jetzt genau tut, das hat sich ein bisschen verändert, haben wir schon gehört. Was die heute tun, ist die Todeslisten erstellen. Das heißt, da wird feinsäuberlich aufgeschrieben, wer ist jetzt nach unserer Meinung zu liquidieren. Das wird dann schön säuberlich zusammengefasst, First Class nach Washington geschickt und der Friedensnobelpreisträger Obama unterschreibt dann dort die Todeslisten, die dann weiterverarbeitet werden. Und wie schon gesagt wurde, Rammstein wird dann geholfen, dass die Drohnen dann mit ihren Raketen ihre Ziele finden und alle möglichen Leute ausradieren. Da sind natürlich immer auch Kinder, Frauen und alle möglichen Arten von Zivilisten dabei. Das juckt ja, wie gesagt, niemanden in den USA, bis auf ein paar wenige, die völlig ignoriert werden. Was sehr interessant ist, also die Piloten sitzen in den USA, das wurde richtig gesagt, die sitzen nicht mehr in Rammstein, die sitzen in den USA. So versucht man wohl, das ein bisschen aus der öffentlichen Diskussion zu halten. Außerdem kann dann nicht passieren, dass hier jemand von den Piloten als legitimes Ziel erklärt wird. Man muss sich bewusst sein, dass ein Pilot, der eine Drohne steuert, eigentlich ein legitimes Ziel ist nach internationalem Recht zum Gegenangriff. Schröder hat ja gesagt, der Ex-Bundeskanzler, dass die Aktionen damals im Kosovo von der NATO eigentlich völkerrechtswidrig waren. Also das muss es sich auch mal geben, dass ein Kanzler, der das selbst solche Sachen zugestimmt hat, heute zugibt, dass hier völkerrechtswidrige Entscheidungen getroffen wurden. Also das machen eben nicht nur die USA, aber auch wenn die ganz vorangehen damit. Im Grunde genommen sind Drogenangriffe ein nicht erklärter Krieg. Es gibt keine offizielle Kriegserklärung. Hier wird nicht gesagt, ich kämpfe jetzt Staat sowieso, sondern es wird einfach gesagt, ich werde jetzt einfach irgendwo im Land Leute töten. Der sogenannte Krieg gegen den Terror ist nichts anderes als eine Konstruktion, um alles Völkerrecht zu umgehen. Damit wird dann jedes Recht aberkannt, das nach irgendwelchen Landkriegsordnungen und anderen internationalen Vereinbarungen gelten würde. Recht gibt es da nicht mehr, keinen Richter, kein Urteil, überhaupt nichts. Die Leute werden eben draufgesetzt und dann erledigt. Und es ist eine absolute Grauzone, dadurch, die da ausgenutzt wird. Danke.
In Pakistan ist es besonders krass. Da ist es so, dass eigentlich Pakistan dem nicht wirklich zustimmt, aber Pakistan wird so stark unter Druck gesetzt von den USA, obwohl es selbst als Staat durchaus Möglichkeiten hätte, legal Verbrechen zu verfolgen, dort Drohnenangriffe zuzulassen, was richtig großen Ärger und schon Demonstrationen auch in der Bevölkerung auslöst. Trotzdem passiert nichts und die Amerikaner dürfen dort weitermachen wie bisher. Und dann zum Schluss komme ich jetzt, Drohnen sind heute noch ferngesteuert, aber das ist gar nicht das Ziel von den Leuten, die Drohnen einsetzen. Das ideale Ziel, denn die Belastung für die Piloten, was viele Leute nicht meinen, ist sehr hoch. Man sieht nämlich auf den Bildern, wie die Leute sterben, die da mit Drohnen bekämpft werden, wenn man die fernsteuert. Viel besser wäre es für die USA und die anderen Drohnenbesitzer und Einsetzer, wenn man die vollautomatisch hätte. Dann muss kein Mensch mehr da gucken, es wird alles auf den Knopf gedrückt, automatisch sterben die Menschen. Aber am Ende ist die große Gefahr, was wir im Film wie Terminator als Science Fiction früher gesehen haben, dass die Dinger irgendwann sich verselbstständigen und alle Menschen töten, die ihnen in die Quere kommen. Das ist die logische Endentwicklung. Ja, vielen Dank, Stefan Obert. Ich hatte vorhin angekündigt, ich darf die Annette Groth, die menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken, auf die Bühne bitten. Es gibt auch einen wichtigen Aspekt, mit dem sie sich beschäftigt, und das ist die Flüchtlingsabwehr. Herzlich willkommen, Annette. Was mein Vorredner, das muss ich jetzt noch dazu sagen, eben erwähnte, Joystick und sauberes klinisches Morden mit Drohnen, das gibt es heute schon. Das gibt es an dem Gaza, an der Gazamauer. Da sitzen Soldatinnen in klimagekühlten Räumen, weit, weit weg. Und wenn da ein Schatten, ein Mensch oder ein Tier in der Nähe dieser Mauer sich befindet, dann wird geschossen. Und diese israelische Soldatin, die das macht, sieht es eigentlich nicht so richtig. Sie weiß nur, dass da jetzt was passiert ist. So sind Dutzende von Leuten schon ermordet worden, auf diese Art und Weise. Israel, ja, es ist voll. Es ist ein Skandal ersten Ranges und es wird kaum erwähnt. Das macht mich so wütend. Wer hat denn eine der größten Drohnenproduzenten ist Israel, USA und Israel. Teilweise hat Israel im Übrigen das mit deutscher Technologie von Dornier in den 90er Jahren erhalten. Das hat mir jemand, der bei Dornier mal gearbeitet hat, erzählt. Die durften keine Drohnen bauen, die Deutschen, und dann haben sie die Lizenzpapiere und diese ganzen Patente weitergegeben. Jetzt kaufen wir halt oder die deutsche Regierung von Israel die Drohnen, die überall eingesetzt werden, in Afghanistan und dergleichen mehr. Und wir sind teilweise mit unseren Steuergeldern an dieser Geschichte mitschuldig. Die ganze Drohnenforschung wie auch andere Militärforschung wird vor allen Dingen im EU-Forschungsprogramm gemacht. Das sind 12 israelische Rüstungsunternehmen, die direkt von EU-Geldern profitieren und forschen an todbringenden Drohnen und an der Militärzeug. Unter anderem, ja, ist auch nicht so bekannt, wird viel zu wenig darüber geredet. Einer dieser Firmen ist Israel Aerospace Industries und die jetzt damit wirklich werben, wörtlich, sie haben und die besten und die geeignetsten Drohnen, um Asylsuchende zu fangen. Das ist jetzt der neueste Clou. Ja? Man beschränkt sich nicht nur noch auf Töten, sondern jetzt ist die Überwachung, mein Vorredner hat das auch angesprochen, Drohnen sind perfekt, um alles zu überwachen. Aber das Frontex, also die EU-Flüchtlingsagentur, will jetzt auch Drohnen haben, damit man doch Flüchtlingssuchende vom Mittelmeer, die sich aufmachen, von Libyen oder sonst wo, an die griechische und italienische Küste schippern, dass man sie doch besser vorher abfangen kann und dann gleich wieder zurückbringen kann in die Wüste, nach Libyen oder sonst wohin. Das muss ich sagen, das dürfen wir auch nicht zulassen. Da machen wir uns nochmal mit schuldig und ich bitte euch, protestiert dagegen, fragt die Politiker, Politikerinnen, gibt es ein wunderbares Flugblatt, das diese Zusammenhänge schildert, von David Cronin, ein hervorragender
investigativer Journalist aus Großbritannien, der das aufgedeckt hat. Und da müssen wir genauso gegen protestieren. Drohnen müssen verboten werden. In jedem Fall, für jeden Einsatz. Überall. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA und vor allem in Israel. Danke. Ja, herzlichen Dank, Annette. Wir haben noch zwei Beiträge und ich freue mich, jetzt ist eine Aktivistin da von dem offenen Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart. Und bevor sie spricht, möchte ich euch noch bitten, wer kann, wir geben hier so eine kleine Tüte rum, um den LKW und zu finanzieren, also wer kann eine kleine Spende oder auch größere, wären wir sehr froh. Herzlichen Dank. Und wo ist OTKM? Hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Liebe Antimilitaristen, liebe Antimilitaristen, liebe Friedensbewegte, ich bin froh, dass wir heute doch einige zusammenbekommen haben, obwohl heute so viele Parallelveranstaltungen laufen, auf denen wir eigentlich alle uns befinden müssten, und dass wir heute dennoch ein kraftvolles Zeichen gegen die Kriegsführung mit Drohnen auf die Straße bringen. Es wurde vorhin schon gesagt, wir sind öfters hier. Ich finde es auch wichtig, dass wir immer wieder herkommen. Denn gemeinsam vor dem AFRICOM zu demonstrieren und vor dem US-AFRICOM bedeutet eben auch, deutlich zu machen, dass Krieg hier beginnt und wir ihn hier auch bekämpfen müssen. Die Drohnen, deren Einsatz hier vorbereitet wird, sind eben ein Werkzeug der imperialistischen NATO-Mächte, Kriege zu führen. Und sie werden eben dann eingesetzt, wenn Wirtschaftssanktionen und andere machtpolitische Mittel nicht mehr ausreichen, um die Interessen der Herrschenden zu bedienen und zu sichern. Das wären zum Beispiel, wie schon so oft zitiert, Rohstoffquellen, Handelswege und eben auch strategische Stellungen sicherstellen zu können. Drohnen erfassen unerkannte Ziele, hören ab, überwachen und bombardieren. Sie gehören zum Bestand technisch hoch aufgerüsteter Armeen, die in der Lage sind, überall auf der Welt Kriege führen zu können. Deshalb möchte auch Deutschland Drohnen beschaffen, denn wie von der Leyen, Gauck und Co. auch immer wieder in ihren Reden, gerade jetzt in diesem Jahr besonders betont haben, auf der NATO-Sicherheitskonferenz, geht es darum, dass Deutschland sich in der Welt entschiedener und substanzieller einbringt. Dafür wurde die Bundeswehr schon vor einigen Jahren umstrukturiert und zu einer aktiven, reinen Angriffsarmee umgebaut. Mittlerweile sind sie in der Türkei, im Kosovo, Libanon, Usbekistan, Afghanistan, in Westsahara, in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, in Usbekistan, im Sudan und im Südsudan. Das sind 13 Länder, und wenn es nach den deutschen Kriegstreibern gehen würde, dann werden es noch viel mehr. Dem entgegnen wir alle hier, Friedensbewegten und Antimilitaristen, immer wieder und kontinuierlich unseren Protest und unseren vielfältigen Widerstand. Auch das OTKM, das offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart, organisiert seit Jahren Proteste dagegen, zum Beispiel wenn die Bundeswehr versucht, Jugendliche für ihren mörderischen Soldatenberuf zu rekrutieren. Wir versuchen auch in Flyern und Veranstaltungen zu widerlegen, die Propagandalüge von Friedens- und demokratiebringenden Militäreinsätzen zu widerlegen, und freuen uns natürlich immer wieder, wenn Kriegsgerät abgerüstet werden kann. Und unter anderem versammeln wir uns auch regelmäßig vor Orten der militärischen Infrastruktur und markieren diese, beziehungsweise gehen zu den großen Kriegstreiberkongressen in München. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein großes Treffen der Kriegslobby und Kriegsindustrie und der verantwortlichen Staatshäupter. Und zwar wird es im nächsten Jahr sein, am 4. und 5. Juni 2015 treffen sich die Staatsoberhäupter der 7 großen Industrienationen der Welt zum G7-Treffen. Sie werden sich dort nur 3 Autostunden von Stuttgart entfernt in den Bayerischen Alpen verschanzen. Es ist das Treffen der Staaten, deren Herrschende am meisten von den unzähligen Kriegen und Konflikten profitieren und die diese immer weiter vorantreiben. Deswegen
beteiligt euch auch an den Bündnissen, die es hier bald in Stuttgart gibt, die dazu arbeiten werden. Und weil es vorhin schon die Terminankündigung gab, beziehungsweise dass hier im Anschluss eine Demonstration stattfinden wird, es wurden auch noch Flyer verteilt, es wurde auch ein Bündnis, ein breiteres Bündnis in Stuttgart, ist zustande gekommen, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Eine Form von Kundgebungen, Demonstrationen, es wird Filme geben, es wird Infoveranstaltungen dazu geben. Danke euch. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt den letzten Beitrag und ich freue mich, dass es auch hier eine Stimme gibt von den Anwohnerinnen und Anwohnern hier aus der Region, die Betroffenen von der Schutzgemeinschaft Fildern und der Fluglärminitiative. Sie wird sich gleich noch genauer vorstellen. Herzlich willkommen, Claudia Moosmann. Ja, hallo, liebe Freunde. Mein Name ist Claudia Moosmann, ich wohne in Leinfelden. Und wir versuchen schon immer beim Thema Lärm hier die Fildern zu vernetzen. Die Fildern ist ja nicht nur die Stuttgarter Fildervororte, sondern auch die Fildervororte auf der anderen Seite von der Autobahn im Landkreis Esslingen. Und dort ist auch der Flughafen Stuttgart und dort bin ich als Vorstandsmitglied der Schutzgemeinschaft Filder in der Fluglärmkommission vom Flughafen Stuttgart und ich vertrete dort die Bundesvereinigung gegen Fluglärm. Was können wir da drüben tun? Es hat sich viel verschlechtert. Es hat sich verschlechtert. Im Jahr 2006 wurde der Versuch unternommen, die deutsche Flugsicherung zu privatisieren. Der Horst Köhler hat es 2006 noch abgelehnt, aber 2009, leider bevor er zurückgetreten ist, hat er diesem Teil noch zugestimmt. Dann wurde das Grundgesetz verändert und die deutsche Flugsicherung ist jetzt teilprivat. Das heißt, im Vorstand der Flugsicherung gelten jetzt einfach wirtschaftliche Interessen. Es sind die Frachtfirmen und die Lufthansa mit im Vorstand drin. Danach wurden bundesweit alle Geschäftsordnungen in allen Fluglärmkommissionen verändert. Das hat sich sehr unterschiedlich entwickelt, aber für uns in Stuttgart, denke ich, wahrscheinlich am schlechtesten, denn wir haben seit 2011 auch die amerikanischen Streitkräfte in der Fluglärmkommission drin. Als Normalbürger fragt man sich, was sollen die Amis in der Fluglärmkommission? Die halten sich sowieso an keinerlei Vorgaben. Und da wird es dann auch deutlich, dass wir eigentlich mit den Amerikanern noch nie einen Friedensvertrag haben, weil alle Länder halten sich an irgendwelche Grenzen und müssen ihre Flüge genehmigen lassen, nur die Amerikaner nicht. Die Schutzgemeinschaft Filder ist die älteste Bürgerinitiative, noch aktive Bürgerinitiative Deutschlands und wir haben uns aus diesem BI gegen den Großflughafen Stuttgart damals in den 70er Jahren entwickelt. Und wir haben damals auch einen Platz verloren. Die weiteren Insassen, die da noch drin sitzen, das sind die Kommunen, wo die Flugzeuge eben Fluglärm verursachen. Aber diese Kommunen haben in erster Linie wirtschaftliche Interessen, das heißt Gewerbesteuereinnahmen. Und deshalb ist es sehr schwer, dort irgendwas zu bewegen. Alle Sitzungen der Fluglärmkommission in Stuttgart sind nicht öffentlich. Wir dürfen über nichts reden. Anträge können nur Mitglieder stellen. In anderen Fluglärmkommissionen, zum Beispiel Bremen oder so, wird sowas viel offener gehandhabt. Also wir sind da wirklich hart am Kämpfen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass hier gerade die Straße total verkehrsberuhigt. Wir würden das uns auch einmal am Himmel wünschen, weil die Flugbewegungen in den letzten Jahren hin deutlich zugenommen. Am Stuttgarter Flughafen gibt es ein Nachtflug- und ein Nachtstartverbot. Das haben wir damals vor 30 Jahren erreicht. Wir sind der einzige Flughafen im Bundesgebiet, das es hat. Es halten sich alle dran, bis auf die Amerikaner. Wir haben 5000 Flüge in der Nacht. Davon sind 2 Postflüge genehmigt. Also wenn man von 5000 diese 730 Flüge abzieht, sind die Rest die Amerikaner.
Zusätzlich hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich der Hubschrauberbetrieb multipliziert. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben im Stuttgarter Fasanenhof zwei Hochhäuser und ich habe gestern eine Anwohnerin getroffen, die hat gesagt, wir haben Angst, wir kommen uns vor wie in den Twin Towers, weil die Hubschrauber fliegen da unten rum und wenn Obama den Syrern den Krieg erklärt, den Libyen den Krieg erklärt, dann dürfen die ja zurückschießen. Und wenn die wirklich so aggressiv wären, oder so wie das manche Politiker behaupten, dann besteht hier auf den Feldern eine Wahnsinnsgefahr. Wir haben den Airport der Amis am Flughafen Stuttgart, wir haben hier Afrikom und wir haben Eukom. Wir leben eigentlich zwischendrin. Und das ist ein Unding, in so einem dicht besiedelten Gebiet sowas zu machen. Und deshalb brauchen wir eure Unterstützung. Wir würden uns freuen, wenn Fritz Kuhn den Arsch hochtritt und was tut. Aber da gibt es noch viele, viele mehr, die was tun könnten. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel Manöverflüge der amerikanischen Streitkräfte über einem Gebiet von Gartenhäusern in Stuttgart-Riedenberg nachts genutzt wurden. Und die Anwohner haben sich total beschwert. Ich habe vor drei Wochen mitgekriegt, von Böblingen her gibt es Manöver in Hubschrauber mit bewaffneten Soldaten. Das sind die Amerikaner. Die fliegen da irgendwo zwischen den Feldern rum. Es ist eigentlich ganz übel, was da abgeht. Und ich kann nur jeden bitten, macht Fotos von dem Ganzen, damit wir das beweisen können, damit wir das an die richtigen Leute weitermachen können, weiterbringen können. Ich würde mir wünschen, dass die in Berlin ein bisschen mehr machen. Unsere Kriegsministerin, also Frau van der Leyen, ist ja wirklich keine Verteidigungsministerin mehr. Und Frau Merkel, ich glaube, die haben keine Ahnung, was für eine Gefährdung hier besteht und ich freue mich, dass ihr da seid und ja, möchte hier beenden und wir kämpfen weiter. Ja, herzlichen Dank, Claudia Moosmann. Wir sind am Ende der Kundgebung angekommen und wir beenden jetzt diese Kundgebung mit zwei Musikstücken. Einmal nochmal gibt es einen internationalen Beitrag und dann freut mich natürlich, dass Lokomotive auch noch da ist und uns zum Abschluss auch nochmal hier ein bisschen Einheit. Aber erst kommt nochmal der Henning und ja, dann sage ich schon mal Dankeschön. Ja, damals hat es geheißen bei Martin Luther King, I have a dream, bei Obama heißt es, I have a drone. Und das ist der Unterschied. Obama, muss man sagen, hat formell gesagt, es werden keine Kriege von deutschem Boden aus geführt. Und deswegen, weil die Drohnen nämlich in Afrika aufsteigen, deswegen kann er erzählen. Aber die Befehlskette geht von hier aus. Und deswegen widmen wir das nächste Lied allen denjenigen, die Widerstand leisten gegen diese Politik. Es ist Assange, es ist Manning, es ist auch Edward Snowden, die gesagt haben Nein zu dieser Kriegsführung. Und den Opfern natürlich auch in Gaza, allen diesen Opfern widmen wir das Lied Nein, weil er sich nicht den Gesetzen des Todes beugen wollte. Jotti Trentine Morforfin. Προς τα υπόγειξης Άλλη καρναδός παρέλει όρο πως το ρίδαλος Εόλε μέντης περιμένει της ελευθερίας Άλλη καρναδός παρέλει όρο πως το ρίδαλος Εόλε μέντης περιμένει της ελευθερίας το φορ nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte, weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte.
In dem Blau des großen Meeres, wo im Blau die Wolken stehen, wartet, wartet eine Mutter, hab sie Jahre nicht gesehen. Wartet, wartet, hab sie Jahre nicht gesehen, nur das Meer und den blauen Himmel drüber, Jahre wie die Steine schwer. Gesetzen wollte, weil er leben wollte, weil er sich nicht gesetzen wollte, weil er leben wollte. So, bevor es rübergeht zu der Aktion. Ah, gut, sag ich mal. Also, zur Information, wir wollten ursprünglich noch hier ein Stück entlanglaufen am Afrikum und ein paar Drachen steigen lassen, weil es heißt ja Drachen statt Drohnen. Das ist übrigens eine Aktion in Anlehnung von Afghanistan, denn dort gab es die Initiative Drachen statt Drohnen. Aber angesichts der Situation und der Demonstration in Stuttgart, die um 16 Uhr ja beginnt, haben wir uns entschlossen, dass wir die Kundgebung hier beenden. Und dann, wer will, und wir hoffen natürlich, dass viele mitkommen und sich solidarisch zeigen mit der Kundgebung, die jetzt um 16 Uhr in der Lautenschlagerstraße beginnt. Deswegen beenden wir die Kundgebung hier und unsere Aktion ist dann auch hier zu Ende. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und jetzt kommt ihr noch mit dem Lied. Henning kommt noch mit einem Lied und dann die Lokomotive. Mit der Lokomotive. Also, es ist auch so, wir werden diesen Krieg illegal machen, juristisch, parlamentarisch und außerparlamentarisch hier auf der Straße, auch am 10. Dezember, für ein Menschenrecht auf Frieden, internationaler Tag der Menschenrechte. Und jetzt, wir sind zwei, wir sind drei mit der Lokomotive, wir sind 1003 für ein globales Netzwerk des Friedens und der Völkerverständigung. So auch ich, wer hat den meisten in der Seele? Es kommt die Zeit, die es so spielt. Immer stimmt, immer stimmt. Was die viele Tänker trinkt, kann fahren, fahren es don Gero, mit dem Glocki. Ohne Mappis ist der Glocki. Für Völkerrecht und Menschlichkeit, es liegt an uns dann um die Zeit. Da 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 da. Einmal kommt nicht, wir sind so zweit, wir sind so dritt, wir sind so tausend und verzagen nicht. So, und es geht weiter mit Lokomotive, die begleiten uns jetzt. Thank you.
die Kundgebung beendet. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ja, waren viele auch unterwegs. Es waren heute an vielen Orten waren Aktionen. Und deshalb gut, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ich hoffe, viele kommen auch nach Stuttgart. Und nehmt die Äpfel noch mit. Die Äpfel für unterwegs, für euch zur Stärkung. Dass wir nichts mehr transportieren. Da gibt es frische Äpfel von ihr. Ja. So, gut. Das war's.